Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex. Im letzten Part haben wir uns so ein kleiner Hornwolf noch so ein bisschen auf die Fresse gegeben, aber hier sind wir doch nun sicher. Guck mal, er versucht uns, glaube ich, noch zu finden. Ich glaube, der kommt noch. Der Junge hat noch nicht aufgegeben, glaube ich. Jetzt hat er gesagt, nee, Metal off. So. Hey, du schreckst mir die ganzen Viecher auf. Ja, habe ich gemerkt. Du bist wohl nicht oft in der freien Natur unterwegs, was? Nee. Nein. Dann täuscht mich mein Eindruck also nicht. Nee. Gut, aber lass mich dir noch was erklären, nur damit wir uns verstehen. Das hier ist mein Jagdrevier. Solange du mir meine Beute nicht abspenstig machen willst, betrachte ich dich als meinen Gast. Und wenn ich es mir recht überlege, können wir vielleicht sogar voneinander profitieren. Natürlich nur, sofern dich meine Waren interessieren und du bereit bist, sie gegen ein paar Splitter einzutauschen. Ja, du bist also Jäger, nehme ich mal an, wa? Du bist Jäger? Natürlich. Was sollte ich sonst hier draußen? Aber wenn dich die Berserker geschickt haben, Geron geht nicht wieder zurück in die Stadt. Warum nicht? Ein Leben unter dem Schutzmantel von Goliath ist ungefährlicher, aber hier bin ich mein eigener Herr. Also, was ist jetzt? Bist du nur hier, um zu quatschen? Ja, primär ja. Es ging um so einen Mord, der hier passiert ist, ne? Aber jetzt, wir bonden jetzt erstmal ein bisschen, um sein Vertrauen zu erlangen und dann fragen wir die harten Fragen, weißt du? Was jagst du denn so? Was jagst du? Ich jage alles, was mir vor den Bogen kommt. Aber warum interessiert dich das? Brauchst du eine Lehrstunde, wie man jagt? Berserker wurde ermordet, also ja, klar. Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick ja sehr viel einzubilden, ne? Du scheinst dir auf dein Jagdgeschick viel einzubilden. Natürlich. Nenn mir nur einen Typen, der hier draußen mehr erlegt hat als ich. Mit dem Bogen bin ich unschlagbar. Von Geron lernen heißt vom Besten lernen. Das heißt siegen lernen. Auch wenn nicht jeder dieses Geschenk zu würdigen weiß. Okay, Geron. Gut, ich bin besser. Nee, worauf willst du hinaus? Worauf willst du hinaus? Ach, nicht so wichtig. Außerdem war es ja auch zum Teil meine Schuld. Jetzt drück schon raus mit der Sprache. Immer diese Ungeduld. Dann sperr die Ohren auf. Vor ein paar Tagen war ich mit Lennart auf Jagd. Auch wenn ich bis heute nicht weiß, was mich geritten hat, ihm das Jagen beizubringen. Jedenfalls haben wir einem Rudel Raptoren nachgestellt. Der Junge hat sich dabei allerdings so ungeschickt angestellt, dass wir bald die ganze Meute am Hintern hatten. Entkommen sind wir zwar, aber seitdem lauern uns die Viecher auf und streunen in der Nähe herum. Dann solltest du dich am besten um die Dinger kümmern, wa? Dann solltest du dich darum kümmern. Alleine auf Raptorenjagd? Du bist noch grüner hinter den Ohren, als es den Anschein hat. Man muss verflucht auf Zack sein. Die Burschen sind gefährlich und können einen arg in Bedrängnis bringen. Denn wenn die Biester nicht bald das Weite suchen, muss ich wohl doch Hilfe aus Goliath holen. So, jetzt machen wir erstmal mit dem Ermorden. Wir machen wegen den Raptoren. Wegen der Raptoren. Warum jagen wir sie denn nicht zusammen? Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Mein Nebenmann muss die Stellung halten, wenn's brenzlig wird. Noch einmal so einen Reinfall wie mit Lennart kann ich mir nicht erlauben. Verstehe ich. Ich bin stark genug. Nee, okay, du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich auf mich verlassen. Nein, Geron vertraut dir nicht. Ja gut, noch nicht, ne? Machen wir vielleicht mal irgendwann, ne? Es wurde ein Berserker ermordet. Ein Berserker wurde ermordet. Ach, wen hat es denn erwischt? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Sein Name war Askor. Kanntest du ihn? Askor? Du meinst diesen intellektuellen Schnösel? Ja, den kenne ich. Nur weil er lesen konnte, hat er uns einfache Leute immer behandelt wie Dreck. Der alte Warlord Ragnar hat ihm alles durchgehen lassen, als ich noch in der Stadt war. Ragnars Liebling, sage ich dir. Dem geht man besser aus dem Weg. Aber er ist tot, sagst du, ja? Naja, auch gut. Ach gut, du bist recht stark für dein Alter, muss man schon sagen. Ne? Also eigentlich sieht er aus wie ein ganz normaler junger Typ, hat nur graue Haare, das war's eigentlich. Du bist recht stark für dein Alter. Immer an der frischen Luft. Das weckt Kräfte und Geron bleibt gesund. Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath unterwegs? Warst du schon mal in dem Waldstück direkt vor Goliath? Es gibt keinen Ort von Edan, wo ich noch nicht gewesen wäre.
Ich sag dir, das Fleckchen Erde hier unten ist für die Jagd am besten. Womit jagst du eigentlich? Womit jagst du eigentlich? Es gibt nur eine einzig wahre Waffe für die Jagd. Der Bogen. Alles andere gehört in die Schlachterei, aber nicht ins Jagdrevier. Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath unterwegs und hast gejagt? Wann warst du das letzte Mal in der Gegend um Goliath? Ich bin schon seit Wochen nicht mehr dort gewesen. Wie viele Wochen genau? Etwa vor 2 Monaten. Hey, verhörst du mich hier etwa? Ja, aber du kannst der Mörder von Askor nicht gewesen sein. Ach ja? Und wie kommst du darauf jetzt so plötzlich? Du benutzt deinen Bogen. Askor wurde mit dem Schwert getötet. Aha. Na dann. Dann lass gefälligst diese dämliche Fragerei, klar? Ja, wir sind jetzt auch fertig, ne? Kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Sicher. Sicher. Strahlungsresistenz, Feuerresistenz, Rüstung. Tiertrophäen, da brauchen wir einmal Intelligenz, vorher wird da wohl nichts. Und guter Esser. Aber ich bin auch jetzt schon ein guter Esser, ne? Aber lassen wir es erstmal. Gut, danke, das war doch ganz nett. Und das ist derjenige, der auf die Fresse gekriegt hat. Bist du der gute Lennart? Ja, hier, Lennart. Lennart Erbgut, sag ich dir nur. So, mal sehen. Ist hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Das ist alles verboten, leider. Na gut. Ich will euch ja nichts klauen, ne? Nicht, dass ich da Ärger bekomme. Wir sind ja noch Freunde. Das ist nicht verboten. Cool. Der Krug hier oben, da erheben sie keinen Anspruch drauf. Den können wir mitnehmen. Das ist nett. Dann zurück zu Lennart. Quatschen wir mal mit dem. Na, Lennart, wie geht's deinem Bein? Und du bist? Ich bin Lennart. Seines Zeichens angehender Meisterjäger. Ach, Meister? Zumindest, wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Ja. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Nein, aber ich gebe auch nicht an, als würde ich das können. Ich bin die Wildnis nicht so unbedingt gewohnt. Ich chill lieber gemütlich irgendwo drin mit so einem Getränk. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Ja, hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich, ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Das Material zur Herstellung findest du in der Gegend. Handwerk 1. Ich ahne, was du von mir verlangst. Du machst das also? Du bringst mir meinen Bogen zurück? Das habe ich nicht gesagt. Aber du hast es sicher in Erwägung gezogen. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Ja, komm, ich treibe deinen Bogen für dich auf. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Ja. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Wo genau hast du das Ding denn schissermäßig liegen lassen? Wo genau hast du deinen Bogen verloren? Es ging alles so schnell, darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Okay, da wird ihm nichts mehr einfallen, das Thema ist durch. Setzerbrot, dankeschön. Und die Pfeile, die braucht ihr ja auch nicht mehr, ne? Die habt ihr ja schon verschossen, die sind ja verbraucht, ne? Kann ich mir die ja nehmen.
So, Leute, jetzt ist natürlich die Frage, das sieht schon ein bisschen so aus, das könnte hier irgendwo mal so ein Teleporter-Ding sein, meiner Meinung nach. Findet ihr nicht auch? Können wir da hoch? Guck mal, da können wir hoch. Da ist mal so ein Ding zum Hochleiten. Das machen wir jetzt auch mal. Wir wissen, was uns da oben so erwartet. Wahrscheinlich irgendwie eine verschlossene Kiste Stufe 4 oder so. So, dann müssen wir... Oh oh. Oh je. Das geht schon mal nicht so gut. Wir müssen auf diese Metallplatte. Oh oh. Okay, alles klar. Wir machen das ein andermal. Also man schafft das schon, durchaus. Wir müssen auf... Ah, warte, okay. Wir müssen außenrum auf die Metallplatte. Moment, Leute. Wir schaffen das. Ah, Mist. Ich muss einfach ein bisschen warten, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Es dauert nur so endlos lange. So, jetzt ist es gleich wieder voll. So, und jetzt wieder aufladen. Und dann hier hin. Und wieder aufladen. Wir da hochkommen? Ja. Und wieder aufladen. Und dann sind wir gleich ganz oben und ich sehe da aktuell irgendwie gerade noch nichts. Also die Enttäuschung bahnt sich gerade an. Ah doch, guck mal. Ah, ein Glück, Alter. Wein und ein Goldbrocken. Ja, guck mal. Und natürlich werden wir belohnt mit einer erstklassigen Aussicht. Das muss man ja ganz klar sagen, ne? Das ist schon schön hier. Okay, so. Wo müssen wir dann als nächstes hin? Unser nächstes Ziel ist nämlich ziemlich weit weg. Das ist da oben. Da setzen wir uns eine Markierung und gehen dann von hier aus, vom kleinen Lager, stumpf einfach weiter. Was ist denn das? Das sieht gefährlich aus hier. Das sieht aus wie irgendwas, wo wir uns noch nicht nähern sollten. Wir gehen mal außen rum, würde ich sagen, okay? Let's go. Teleportier da ruhig mal hin. So, F5. Und weiter. Ah, hier sind wir. Hier sind wir. Das ist das Ding, wo es losging. Wo wir den, wie hieß es denn? Wo wir den ersten... Ach, ich kann nicht richtig aus... Ich bin wieder zu doof. Wo wir diese Waffen gesammelt haben von den Klerikern. Also pass auf. Wow. Wir versuchen mal von hier aus jetzt da hochzukommen. So, wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Gut, dass wir nochmal wieder hier sind. Können wir da immer klettern? So, wir müssen nämlich jetzt, glaube ich, von innen weitermachen. Okay. Das war doch knapp. Das war sehr knapp, aber ihr seht, wir schaffen das tatsächlich doch schon. Man muss einfach nur am richtigen Punkt starten. So. Es geht hoch hinaus. Oh, jetzt sieht's aber, das sieht aber gefährlich aus, da muss ich aber jetzt ehrlich. Oh oh. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Warte, laden. Entschuldigung. Oh. Mein Hals ist noch ein bisschen, ist er noch, ne? Ein bisschen will er noch nicht. Kommen wir denn da hoch? Das ist halt schon sehr hoch, Leute. Also. Oh, oh, warte, wir müssen auch erst. Oh, ich habe mich vollgeladen. Oh. Natürlich erstmal warten, bis das Ding auch vollgeladen ist. So. Okay. Kann man auf irgendeiner Strebe nochmal zwischenlanden? Nee, ne? Okay, können wir hier so zwischenlanden? Ja, cool. Okay. Man muss kurz zwischenlanden. Oh oh. Okay, jetzt sind wir ganz oben, oder? Oder geht's noch höher? Oh ja, ganz oben drauf ist was. Holy shit. Okay, so, Achtung. Alter, ernsthaft? Oh mein Gott.
Alter, das ist ja richtig widerlich. Das ist halt sehr dünn dort. Es ist sehr dünn, aber ich will jetzt wissen, was es ist. Wir sind schon zu weit. Wir müssen das jetzt hinkriegen. Okay, warte. Oh, warte. Wir müssen, nach dem Nachladen ist das nicht voll. Das ist wahrscheinlich so ein Schutzding von wegen. Ja, nicht damit ihr irgendwie was euch nach vorne lade cheatet oder sowas. Oh mein Gott, wie soll man denn das schaffen? Das ist ja verrückt. Nochmal. Oh nein. Okay. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Wir müssen an irgendeine Ecke da ran und dann irgendwie darauf landen. Oh, da war ich doch am Stehen. Oh nein, ich stand doch schon. Ey, das ist wirklich, das ist einfach, warum ist da nicht noch ein kleines Metallbrett oder irgendwas? Irgendwas? Nein? Da musst du so durch. Das ist ja fürchterlich. Okay, let's go. Nochmal und los. Oh, geil. Großer Elixitbeutel. 15 Elixit. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ist hier noch mehr? Erstmal quick save und dann gucken. Oh oh. Da, noch einer. Hier ist leider keiner mehr. Aber Leute, das war mal ein Ausflug, oder? Jetzt mal bei aller Liebe. Das war ein Ausflug. So. Nun würde ich sagen, können wir entweder über das Seil hier laufen. Geht das? Nee. Oh oh. Geh erstmal wieder vorsichtig nach unten. Vorsichtig. Vorsichtig. Und gelandet. Sehr schön. Huh, wir haben es geschafft. Das war nicht ohne, sag ich mal. Aber wir haben es geschafft. So, dann aber jetzt mal weiter zum nächsten. Mal gucken. Hier liegt Zeug rum. Brause. Eine Wasserflasche. Noch eine Wasserflasche. Und eine Konservendose. So strange, auf so einer Straße rumzulaufen und so, oder? Es ist einfach, wenn man vorher so Gothic und Risen gespielt hat, ist das schon halt einfach irgendwie strange, jetzt hier in so einer Welt rumzulaufen, in einem Piranha-Bytes-Spiel. Aber ich find's cool. Ich finde diesen Clusterfuck hier aus verschiedensten Welten einfach sehr gelungen. Ist mal was richtig anderes. I like. Müssen wir mal gucken. Gehen wir jetzt quer durch die Natur? Ja, am besten gehen wir da lang. Da ist gleich wieder ein Weg. Oh, hallo? Kleiner Fetter. Der ist tot. Er ist tot, Jim. Da ist noch ein Gebäude. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich geh lieber weg. Hier ist nicht so gut. Fühl mich unwohl hier. Ist mal lieber die Verlassung, du gehst in so ein Gebäude rein, kommt dir so ein Häscher entgegen, der zum Glück dich nur nicht getroffen hat, weil er irgendwo an der Wand festgehangen ist. Er ist keine gute Ausgangsbasis, das gebe ich zu. Was ist denn das jetzt hier noch? Oh. Das wird immer schlimmer. Moin. Hallo. Oh oh. Oh, aber weg hier erstmal jetzt, ne? Erstmal weg hier. So, tschüss. So, wir leben noch. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, die Welt hier von Magellani ist ein bisschen, wie sagt man, gefährlich, ne? Ist überall was los. Das sieht wieder nach Vergiftungsscheiße aus, da gehen wir lieber nicht rein. Jetzt steht da unten auch noch Häscher die ganze Zeit. Also irgendwie hat das UI manchmal so ein bisschen Probleme, oder? Oder ist das nur bei mir so? Bist du ein Junger? Du siehst gefährlich aus, ich lass den lieber erstmal. Meine Lieben, ihr hört ihn ja vielleicht ein bisschen so im Background rumkrähen, aber ihr wisst ja, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle mal so einen ganz kleinen, muggeligen, gemütlichen Break.
Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, lasst wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne. Au! Junge! Unter Video posten. Und ansonsten... Bums! Sehen wir uns! Eieiei, gerne gleich. Im nächsten... Oh nein! Im nächsten... Warum hast du die Waffe nicht draußen? Was ist denn los mit dir? Im nächsten... Im nächsten Part wieder. Jetzt muss ich nur aber erstmal abhauen. Also du kannst ja auch echt schlecht mal einen Break machen in diesem Game. Dauernd kommt irgendwas, was dir auf die Fresse hauen will. So, Moment. Hier sind wir jetzt, glaube ich, sicher. Hoffe ich. So, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.